So Leute, ja, sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Ja Mann, im letzten Part, da haben wir von unserem lieben Gangster Knuddeluff hier so ein paar Partnerareale bekommen, wo wir unsere Magnetilos ablagern konnten. Also unser eines Magnetilo. Dann ist das Team von Simsala aufgetaucht und hat Tengul ist übelste zusammengestaucht. Und hinter einem Baum haben wir, ups, da hier ist noch die Maus, hinter einem Baum haben wir Gengar gesehen und der scheint uns nicht lieb gewonnen zu haben, jedenfalls. Und wir haben ein paar Aufträge angenommen und die wollten wir jetzt erledigen in der Donnerhallhöhle. Gut, dann würde ich sagen, es geht gleich mal los. In der Donnerhallhöhle. Donnerhöhle U1. Ah super, gleich bei der Treppe gelandet. Wollte nur kurz gucken, was wir jetzt genau. Ach komm, was wir jetzt genau machen müssen. Missionsziele. Rette Taubsi, rette noch ein Taubsi, rette Zickzacks. Okay, also nur retten, das ist jetzt nicht so schwer. Eine Sindelbeere. Und weiter. Donnerhöhle U2. Okay, hier ist noch keine Zielebene. Ein bisschen Geld zwischendurch. Das hier ist eine Sackgasse. Oh, da oben kommt 2. Geht weg, geht weg. Hallo. Donnerschock-Ratratz. Warte mal, muss ich dich nicht retten? Nee, ich muss einen Taubsi retten. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sich das Fifian auch ganz schnell verabschiedet. Ich bin hier ein bisschen zu stark für die. Ups, ich wollte nicht die Wand schlagen. Tut mir leid, Wand. Ich wollte dir nicht wehtun. Ein Schlafsamen. Versetze Gegner für eine Weile in den Schlaf. Nee. Ich dachte, der hält die wach wie Kaffee. Der Kaffeesamen macht Gegner schlaflos. Das wäre auch mal ein toller Samen. Donnerschock. Und Fifian ist auch erledigt. Tschüss. Das ist aber ganz schön groß, der Dungeon. Ich finde die Treppe nicht, aber ich finde schön viele Sinnebeeren und das gefällt mir. Weil Sinnebeeren sind eigentlich mit neben Top-Elixieren und Belebersamen so die wichtigsten Items. Ah, da ist jetzt nicht die Treppe. Weiter geht's. U3. Eine Zielebene wurde erreicht und ich sehe da schon unseren Klienten. Na, komm her. Taubsi. Taubsi wurde gefunden. Yay. Tschüss, Taubsi. Plup. Nein, ich möchte noch nicht gehen. Ja, ich möchte das Abenteuer fortsetzen. Ich muss noch ein Taubsi und noch ein Zickzacks retten. Das ist voll der Auftrag hier. Kleinkiesel. Ne, Georockbrock. So, diesmal möchte ich das aber fixiert haben. Ich glaube, ich weiß jetzt nämlich, wie das geht. So, Georockbrock 4. 4, weil es 4 Stück sind. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, könnte ich... Ein Apfel. Kann ich beim nächsten Gegner Georockbrock werfen, wenn ich alles richtig mache, auch aus der Entfernung. So, da ist einer. Warum? Warum geht es nicht? Ach, so geht das. Boah, One Hit? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wow, krass. So viel Schaden machen die doch gar nicht. Ah, aber jetzt weiß ich endlich, wie ich es einsetzen muss. Ich habe die ganze Zeit die falsche Tastenreihenfolge gedrückt. Ich habe immer halt bei meinen Tasten R und L gedrückt, aber ich muss L und R drücken. Also, andere Reihenfolge. Die Amarena-Beere halt Paralyse und ich bin jetzt natürlich hier wieder komplett falsch gelaufen. Passiert mir auch wieder nur mir. Nein, ich wollte nicht das Inventar öffnen. Ich wollte da oben diesen Gang nehmen, wo immer noch nicht die Treppe ist. Wo zum Teufel ist? Doch, da ist die Treppe. Oh Gott, geht alle weg hier, geht bloß weg. Nein, diesmal mache ich es richtig rum. Und weg mit der Radfahrt. Allzu viel Leben haben die aber anscheinend nicht. Boom, Steine. Nice. Da oben schläft jemand. Das ist mir doch egal. Oh, das hat er anscheinend überlebt, aber jetzt hat er Angst und rennt weg. Nö, mir entkommst du nicht. Tut mir leid. Also, falls ihr euch wundert wegen der Story. Also, immer zwischendurch in der Story muss man halt solche kleinen Aufträge machen. Pokémon retten und all so ein Zeug. Und naja, damit bekommt man halt auch wichtige Items. Man bekommt Punkte, wodurch man mehr Sachen im Lager haben kann, wodurch man mehr Items im Beutel haben kann. Glaube ich jedenfalls. Ist jedenfalls in den neuen Teilen so. Und das bringt uns weiter. Und dann ist es auch nicht nur Story, sondern zwischendurch. Upsala, das wollte ich nicht. Sondern zwischendurch auch mal ein bisschen Cap. Ey, wieso schlug das fehl? Achso, das ist der, den ich retten muss. Ups. Yay, Taubsi wurde auch gerettet. Woohoo. Wir retten irgendwie mal die gleichen Pokémon. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir noch nicht so viele getroffen haben. Ja, Abenteuer möchte ich auch weiter fortsetzen. Und da ist noch eine Sinebeere und ein Elegit. Das hat Ruckzuckhieb, das möchte mir nicht unbedingt gefallen. Oh, stimmt, ich wollte mir, apropos Ruckzuckhieb, den wollte ich ja mal testen. Okay, kriege ich jetzt nicht mehr hin.
Ruckzucki geht nämlich über Distanz und das ist eigentlich ziemlich praktisch. Das zeige ich euch beim nächsten Gegner. Bei diesem Voltoball. So, gucken wir uns mal hin. Nach unten. So. Attacken. Jetzt kann ich Ruckzucki einsetzen. Und das trifft den. Ha! Über Entfernung. Ist das nicht geil? Sehr praktisch, muss ich sagen. Nein, ich gehe noch nicht in die Treppe. Ich muss ein Zickzack suchen, das sich verlaufen hat. Ich verstehe nicht, was meine Klienten immer in diesen Dungeons machen. Vor allem, wieso gehen sie nicht einfach zur Treppe? Warum machen sie das nicht? Ich meine, so blöd sind die doch nicht, oder doch? Oh, Geld, Steine, Äpfel. Dieser Dungeon hat ja echt alles hier. Geld, Steine und Äpfel. Und Zickzacks wurde auch gerettet. Yay! Hoffentlich geht es jetzt mit der Story weiter. Zickzacks entflieht dem Dungeon. Ja, diesmal möchte ich gehen. Ja, ich möchte wirklich gehen. Versprochen. Beendete eindrucksvoll eine Mission. Guru, vielen Dank für meine Rettung, Guru Daubsi. Hier ist die Belohnung. 100 Poker. Yay. Und ein Belebersamen. Finde ich gut. Vielen Dank für die Rettung von meinem Kumpel Daubsi. Hier ist die Belohnung. Auch gleich schon wieder ein Belebersamen. Ist ja super. Und wieder 5 Punkte. Oh ja, Belebersamen. Oh, das finde ich ja gut. Vielen Dank für meine Rettung. Hier ist die Belohnung. 200 Punkte. Ich gebe mehr als die anderen, weil ich cool bin. Und 200. Und wieder 5 Retterpunkte. Für den Retterpunkt steige ich irgendwann Rang auf. Und das, genau, das bringt dann diese ganzen Vorteile, die ich euch vorhin gesagt habe. Waren wir heute nicht klasse? Machen wir für heute Schluss und legen uns schlafen. Also bis morgen dann. Und träume ich wieder. Speichern. Ja. Ja, ich möchte speichern. Speichern erfolgreich. Am nächsten Morgen. Okay, wir haben nicht geträumt. Egal. Machen wir wieder einen tollen Tag und da kommt auch schon Mike. Guten Morgen, geben wir wieder unser Bestes. Okay, ich weiß nicht, wer da sagt. Ist sie das? Ist das die Basis von diesem Team Legende? Oh Gott. Oh Gott, die Musik, hört euch die mal an. Oh, so richtig schön Retro-Style. Naja, okay. Ich bin mir sicher, die sind ziemlich böse. Psst, sieht gar nichts. Sieht doch gar nichts aus. Deprimierend, nicht wahr? Tja, welches Retterteam hat denn auch so eine Bruchbude? Ist ja total uncool. Wer seid ihr? Oh, ich hab schon wieder die Stimme vergessen. Oh, sieh mal, ein Briefkasten. Hey, lass die Finger von meinem Briefkasten. Yeah, sieh nach, was drin ist. Jetzt haltet mal die Luft an. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da macht? Treffer, Rettungsjob. Retter. Jaha, ist das nicht entzückend? Nimm sie alle mit. Das dürft ihr nicht. Die gehören uns. Das ist Diebstahl. Ist doch egal, wer den Job macht. Wir sind nämlich auch ein Retterteam. Das hier ist nur Wist. Sorry, wenn die Stimmen mal wieder ein bisschen abweichen, aber... naja. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Schilde. Scheint Rettern aber sehr fröhlich drüber zu sein nach dem Avatar. Willst du wissen, wie es läuft? Als Retterteam kann man sich nur so gut wie alles leisten. Keiner muckt auf. Dabei wollen wir nur eins. Die Weltherrschaft. Oh Gott, kommt ernsthaft? Wie bitte? Die Weltherrschaft? Hör ich recht? Du hast schon richtig gehört. Deshalb scheffen wir ordentlich Zaster und stärken unsere Gang. Die Welt ist bald unser. Und weißt du, wer wir sind? Das Team des Bösen. Team Übel. Team Übel. Genau das sind wir. Bis bald, ihr Dumpfbacken. Jetzt wartet mal eine Sekunde. Okay, Mike, nicht ausrasten. Sie sind weg. Und sie hatten so viele unterschiedliche Stimmen, ich konnte sie gar nicht auseinanderhalten. Was für eine grässliche Bande. Da unten ist ein Update, das mache ich mal weg. Blub. Oh nein, er ist leer. Oh Gott, Mike, fang doch nicht gleich an zu heulen.
Gott, okay. Hat sich gerade aufgehangen, keine Ahnung wieso. Oh nein, er ist leer. Was? Sie haben einfach alles mitgehen lassen. Flop, flop. Ha, doch nicht alles. Da kommt noch ein Pilipper. Ich habe das Gefühl, ich werde dieses Team übel nochmal sehen. Das sind wahrscheinlich meine Feinde. Ich kann mir irgendwie nur die Stimme von Retter und Gengar merken. Die von Meditalis vergesse ich immer. Aber nun gut. Hat Meditalis halt mehrere Stimmen. So ein Multitasking-Talent. Was für ein Glück. Pilipper hat uns Post gebracht. Wir können wieder Pokémon retten. Also, Mike, wir hätten auch einfach zur Pilipper-Post gehen können, zum Infobrett. Da hängen massig Jobs. Also, egal. Ich glaube, du bist gerade ein bisschen... Bist noch müde, weil, naja. Wir können wieder Pokémon retten. Diese Typen, das nächste Mal, wenn wir sie sehen, sollten sie sich besser warm anziehen. Richtig. Naja, gut. Mike, reg dich nicht auf. Das steht hier nicht. Post prüfen. Wow, ein Job. Ich wurde angegriffen im Stahlberg. Na gut, okay. Wenn das schon der Job ist, den Pilipper uns gebracht hat, dann nehmen wir den auch, ne? Aber gucken wir trotzdem nochmal, was da noch hängt. Und ich wollte nochmal wieder im Kicklernladen fahren. Wir kommen hier im Kicklernladen. Ja, wir haben mal wieder ganz viele tolle Sachen im Angebot, die du dir alle bestimmt nicht kaufen kannst. Ja, der hat tatsächlich nicht so tolle Sachen. Ich danke dir, komm wieder irgendwann mal so. Vielleicht so Kaffee trinken oder so. Was hast denn du Schönes? Was hab ich denn Schönes? Großer Apfel und Top-Elixier. Das gönne ich mir. Top-Elixier hier, 250. Ja, geil, ne? Ja, cool. Okay, ciao. So, warte mal, wie viel brauche ich denn noch zum nächsten Rang? Normalrang, 25 Punkte. Steht nicht, wie viel ich zum nächsten Rang brauche. Lagern muss ich, glaube ich, nichts. Geld ablegen würde ich kurz. Willkommen, Snobbelikettbank. Ja, ich will dir mein ganzes Geld geben. 216. Dein Kontostand beträgt 1342. Hey, Knuddelhof, jo, Digga. Okay, auf zur Pilipperpost. Ich brauche ein paar Stahlberg-Aufträge. Ich habe ein Problem. Stahlberg, okay. Top-Elixier gesucht, bringe ich dir vorbei, Bro. Sinebeere gesucht, bringe ich dir auch vorbei. Oh Gott, alles voller Jobs hier. Wechselob gesucht, okay, den habe ich nicht, den nehme ich nicht an. Oh, das wird gut, das wird ertragreich. E3, E5, E6, E7. Sehr schön. Und danach geht es hoffentlich auch mit der Story weiter. Aber im Dungeon kann man sich auch nett unterhalten und alles. Naja. Und morgen kaufe ich mir, glaube ich, ein paar Partnerareale beim geilen Knuddelhof. Und los geht's. Ab zum Stahlberg. Wir haben bis jetzt nur 3 Dungeons, aber da kommen ja wohl noch mehr. Stahlberg E1. Und da ist schon die Treppe. Und weiter. Sehr schön. Stahlberg E2. Und da ist ein Zickzack. Das gefällt mir nicht. Geh weg. Ja, weg mit dir. Da ist ein... ja, das war die richtige Richtung. Was? Ach so, ja, ich hätte mich drehen sollen. Ich werf sie einfach nur mal so komplett woanders hin. Egal, da habe ich sie wieder. So, da oben liegt Geld und da oben ist noch ein Item und da ist schon die Treppe und noch mehr Geld. Sehr schön, sehr schön. Wir sind reich. Wir sind... Hey, ich wollte in die Treppe. In die Treppe. Ich wollte nach E3. Hier war ein Auftrag, glaube ich. Zielebene erreicht. Erstmal Stolonio ausschalten, wieder ganz viel Geld einsammeln. Geld. Oh, 118 Poke und 74. Das lässt sich doch sehen. Das gefällt mir. Okay, hier geht's nicht weiter. Langweilig. Oh, ein Gummi. Ah, kein Platz mehr im Inventar. Okay, ich sollte vielleicht doch demnächst zum Lager gehen. Aber ich kann ja auch den Boden unter mir mampfen. Wartet mal, ich muss mal kurz etwas. Ach nee. Wo ist es denn? Kann ich nicht. Ach da, Boden, Weißgummi. Essen. Das erhöht den IQ, davon habe ich euch ja erzählt. Schmeckt nicht schlecht. Ich erlerne die IQ-Fähigkeit AP-Prüfer. Das schaue ich mir nochmal an. Super IQ-Prüfen. AP-Prüfer. Info. Das Pokémon wird keine Link-Attacken einsetzen, wenn deren Verbindung. Oh toll, bringt mir ja gar nichts. Das ist nur was für Mike. Ich sollte ihm vielleicht die Gummis geben. Ah, ich wollte doch einen Kiesel werfen. Ah, ich bin doof. Werfe ich jetzt ein. Okay, das hat's überlebt, aber... Ah, normaler Angriff. Hat gereicht. Nach einem Kiesel in die Fresse reicht ein normaler Angriff. Das Habitat wecken wir mal nicht auf, Mike. Ah, dafür das Stolonio hier. Das hat's leider mitbekommen. Und wollte unbedingt sich mit uns betteln. Wunderfeld, Werte wiederherstellen.
Oh Gott, nee, nicht schon wieder ein Pupanzer. Nee, ne? Oh, die können Konfusion. Das macht. Oh gut, ich hab's paralysiert. Ha! Noch ein Abitag, ey. Sehr effektiv. Yay! Schon wieder in diesem Stahlwerk sind richtig viele Pokémon, kommt mir so vor. Also. Ja, komm, da euer Ernst. Ich gehe den ganzen Gang entlang und am Ende muss ich nach da oben. Och nö, nicht schon wieder ein Pupanzer. Hier, Mike, mach du das mal. Ja, los, Mike! Ja, sehr gut, ist daneben gegangen. Los, Mike! Ja, du bist super. Das habe ich tatsächlich immer noch. Na gut, töten wir es einfach. Tschüss! Oh, Mann, Mann, Mann. Jetzt muss ich den ganzen Weg normal laufen. Ich hasse sowas. Aber ist ja nicht schlimm. Hier ist jetzt bestimmt voll das geile Item. Ach nee, hier ist der Klient, den wir retten müssen. Komm her. Yay, ist schon wieder ein Taubsi. Ein Taubsi, du verläufst dich aber auch genauso schnell wie Wampel. Nein, ich möchte nicht zurück. Ja, ich möchte es fortsetzen. Ich habe nämlich noch... Oh Gott, da kommt wieder ein Pupanzer. Weg hier, weg hier, weg hier. Stahlberg E4. Oh, da ist die Treppe, aber... Nee, warte mal. Hier ist keine Ziellebende, oder? Nee, mir wurde nicht angezeigt, dass hier eine Ziellebende ist. Was? Finde Top-Elixier, finde Sinnebeere. Ach so, wird mir ja gar nicht angezeigt, wo das ist. Ich hoffe einfach mal, dass mir das angezeigt wird. Hi. Oh, wieso werfe ich einen Stein? Der stand genau vor mir. Egal, egal, egal. Sinnebeere. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Ich gehe demnächst ins Lager und misste ein bisschen aus. Aber Geld kann ich natürlich immer aufheben. Für Geld ist immer Platz im Beutel. Hier muss ich Plusel retten. Oh, ein Rabauz habe ich noch gar nicht gesehen. Oder mir ist noch nicht aufgefallen. Hallo Rabauz. Willst du dich mir vielleicht anschließen? Oder habe ich dafür nicht das passende Areal? Ich habe nämlich die ganze Kickli im Team, aber das kann ich ja glaube ich nicht beeinflussen, zu was es wird. Falls ich überhaupt irgendwann die Entwicklung beeinflussen kann oder ob die sich überhaupt entwickeln kann. Ich weiß, irgendwann kann ich mich entwickeln, aber das dauert glaube ich noch ein bisschen. Eventuell erst nach der Story. Hallo Meditina. Möchtest du vielleicht draufgehen und mir den Weg frei machen? Das ist nett von dir. Huch. Schlag immer die Wände. Da ist Plusel. Plosivsam. Ne, brauche ich nicht. Hallo Plusel. Yay, gefunden. Yay, Plusel freut sich. Oh, ist das süß. Plusel hätte ich auch gerne ein Team machen. Ich habe ja schon Elektro-Pokémon. Ja, ich möchte das Abenteuer fortsetzen. So, vielleicht schaffen wir es ja noch, das fertig zu machen. Kleinstein, geh mir weg. Geh mir weg. Nicht sehr effektiv, egal, zwei Attacken reichen. Oh, jetzt hat es sogar Geld dabei. Yay, warum wir Kleinsteins? Der Dungeon-Aufbau gefällt mir nicht. Es ist immer erst der letzte Raum. Oh, komm, Mike, triff doch mal. Ist doch nicht so schwer. Yay, Mike erreicht Level 10. Ja, endlich erlernt der Glut. Sehr schön. Um 3, um 2, um 2, um 2, um 2. Sehr schön, Mike, jetzt hast du endlich eine Feuerattacke. Jetzt kannst du wenigstens mal ein bisschen reinhauen hier. Ein Medity, das Geduld einsetzt. Ah, okay, mein Ruckzuckhieb. Nein, das wollte ich gar nicht einsetzen. Mein Ruckzuckhieb wurde gedingst. Es hat keine AP mehr. Nicht mein, nee, mein Donnerschock, so. Gott. Bäm. Nice. Greife ich jetzt mit Ruckzuckhieb an. Bäm. 20. Bäm. 20. Bäm. 20. Bäm. 20. 29. Oder waren das davor auch 29? Schon wieder ein Gummi. Das ist jetzt diesmal aber Mike. Ist das vom Boden auf? Ach so. Ach, nur ich kann die essen. Ist ja blöd. Ich dachte, Mike kann die auch essen. Sehr ärgerlich. Das werde ich schon irgendwie rausfinden. E6. So, eine Ebene machen wir noch und dann beenden wir auch schon den Part, weil ich will nicht die 20 Minuten überschreiten. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeitlimit. 14 Pokémon, ja, wunderbar. Er hat mir jetzt nicht angesagt, dass hier eine Zielebene ist, also... Vielleicht ist sie hier auch, ich weiß es nicht. Wird mir das gezeigt, wenn dann nicht steht, dass ich da hin muss? Wenn da nicht steht, auf welcher Ebene das ist, ob mir das dann gesagt wird. Paralysiert. Ich gucke einfach mal mich hier ein bisschen um, ob ich hier irgendwo Top-Elixier und eine Sinnebeere finde. Ich weiß es nicht. Oh, ich erreiche auch noch ein Level ab. Level 12! Yay! Um 3, um 1, um 2, um 2, um 2. Ja, okay, bis auf die eine 1 war das ja ganz nice. Schon wieder ein Gummi. Na komm, das essen wir noch und dann beenden wir den Part.
Eichhörnchen. Eichgummi essen. Ja. Und die IQ-Fähigkeit Effizienzexperte. Mann, wenn ich daran denke, beim anderen müssen wir dann schnell das ewig gedauert, bis man die IQ-Fähigkeit erlernt hat. So, dann war's das für heute bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Komm, Stulunio, du gehst noch drauf. Du hast nicht so viel gehabt. Ciao.